Es ist also ein Rätselspiel. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Giwonimo! Na toll, yeah. Du kannst Spaß haben, ich nicht. Ja, das war Spaß, ich weiß nicht. Und jetzt? Die Kiste. Warte mal, warte mal. Brauchen wir zwei Kisten? Oder brauchen wir die zweite Kiste da oben für was anderes? Ne, die brauche ich. Du brauchst die Kiste. Geh mal weg, nicht, dass ich hier schlage. Komm, das wollen wir ausprobieren. Jeden Tod mitnehmen. Du musst nämlich mir die Kiste dann hier rüber werfen, dass ich dann nämlich eins weiter springen kann und dann kann ich... Ich weiß noch nicht, was ich mit der letzten Kiste mache, aber... Dann komme ich auf jeden Fall an die letzte Kiste ran. Oh. Das war doch abzusehen. Ja. Damit ich rüberkomme... Eine der Kisten, die Kisten müssen dann ins Wasser. Ja. Also von deinem I war gerade nicht viel zu hören. I. I. Wie immer face first. I. I. Bringen. Ja. So, Achtung, hier, erste Kiste. Aua, das war mein Fuß. Hab dich nicht so. Hab dich selbst nicht so. Ah. Zickenhase. Ich gar nicht an. Guck dich nicht mehr an. So. Mach doch deinen Scheiß alleine. Komm. So, jetzt muss ich da runterklettern. Dass sich nicht mehr beeilt. Ups. Wie das einfach so klingt, wie so ein Glas Wasser. Hopp. Hopp, hopp. So. Au. Das wäre so gut, wenn wir jetzt davon gestorben wären. Oh mein Gott. Was? Ich dachte, wir fallen da runter und dürfen nicht. So, jetzt darfst du rutschen. Will nicht rutschen, das sieht gefährlich aus. Rutsche! So, jetzt bin ich hier. Wir müssen wir einen Turm bauen? Ja, wir müssen einen Turm. Kann gut sein. Ja. Warte, stopp. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Ja, du hast recht. Wissenheit hat wieder zugeschlagen. Hey. Ich hoffe, wir haben es nicht schon kaputt gemacht. Nein, das ist sehr gut, was du dir vorstellst. Das schaffst du. Juhu. Aber locker. Was würdest wenn du überlegst, was machen? Das für ein Fall ist. Ist es ein Fall für wenn wir, was sagst du, wie groß sind wir? 1,50. 1,50, dann sind das 4,50 Meter Fall. Ja und? Wutsch. Quatsch. Nee. Tauschen wir jetzt eigentlich die Rollen? Müssen wir ja die Sprachrollen, ne? Ja. Irgendwas stinkt. Ah, es klingt ziemlich schlecht, ziemlich böse. Oh, guck mal da! Das war genau die richtige Emotion dafür. Ja, man kann sagen, guck mal, ein bisschen... da, das Kadaver. Kadaver, hallo. Ah, ich habe noch nie einen toten Körper vorher gesehen. Habe ich auch noch nicht. Ah, das ist awesome. Das ist aber echt im schlimmen Fall awesome. Aber es ist tot, oder? Vielleicht. Es ist definitiv nicht mehr am Leben.
komm, wir gehen mal näher ran. Wir gucken mal. Gute Idee. Und jetzt steht es auf. Oh, das sind aber so viele Fliegen. Und kleine weiße Wurmdinger. Das sind Marden. Ich fühle mich nicht gut. Ebenfalls. Mein Kopf fühlt sich seltsam an. Ich glaube, da ist ein bisschen viel CO2 in der Essenke gewesen. Ja, oder irgendwelche anderen giftigen Gase, Methan. Methan ist so leicht. Irgendwelche Giftgase. Bäh. Und da ist es Augenbert McAugi. Der frisst dich gerade. Schlupf, 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 schlupf. Was machst du mit meinem Tentakel da? Mit deinem? Der ist Augenbärt. Hat irgendwas mit seinem Tentakel bei mir gemacht. Gar nicht gesehen. Da das ja eine Erinnerung war und wir bewusstlos waren, ist das nur die Vorstellung. Weil das ist ja nicht echt. Was? Ich habe mehrere Fragen. Piep, boop. Piep, 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 boop. Oh. Hä? Du bist ein Roboter. Ack. Ack, 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 ack. Kiwi. Ich bin Kiwi und du bist ein Bär. Ich bin kein Bär, ich bin ein Roboter. Ein treuäugiger Roboter. Wait a second. Bist das du? Hä? Bist du das? Was ist passiert? Keine Ahnung, ich fühle nämlich nur, dass ich mich schlecht gefühlt habe und dann... Sind wir in einem parallelen Universum? Yay! Ich bin mir nicht ganz sicher, aber du siehst seltsam aus. Du siehst auch seltsam aus? Du bist der, der seltsam aussieht. Ich seh seltsam aus? Ja. Du bist ein Roboter. Was geht hier vor? Ich erinnere mich daran, dass wir den Kadaver des toten Ries gefunden haben, als wir... Er grinst jetzt übrigens, ne? Warte, was ist das? Ich glaube, das ist das Reh. Das ist, was das Reh mal war. Bei mir ist das was ganz anderes. Das heißt, wir sind im gleichen Gebiet, wo wir vorher waren? Ja. Warte, was machst du? Warum gehst du weg? Bei dir fliegen übrigens zwei komische Fliegen um dich drumherum. Bei dir, Robert, bei mir UFOs. Ich erinnere mich, wir wollten diesen Pfad runtergegangen, nicht wahr? Ja, maybe. Das ist derselbe Ort wie zuvor. Ja. Gut, dann haben wir nichts zu befürchten. Bist du sicher? Klar, ich meine, es sieht ein bisschen seltsam aus, aber wir sind im selben Ort wie zuvor, richtig? Richtig. Also müssen wir einfach nur unseren Kopf komisch angeschlagen haben oder so. Alles ist in Ordnung. Nothing is fine about this. Keine Ahnung, wie viel war? Nichts ist in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. Gut. Ich bin mir sicher, dass alles wieder ganz normal, bald wieder ganz normal sein wird. Wie kannst du dir das so sicher sein? Egal. Ich denke, wir sollten zurückklettern. Wir sollten weiterklettern. Zurück können wir ja nicht. Vielleicht finden wir so heraus, was passiert ist, wenn wir weitergehen.
Das ist kein Spiel oder so, das wir spielen. Genug geredet, los geht's. Oh, okay. Aber lass mich das nur für den Fall der Fälle sagen. Bitte iss mich nicht. Hä? Bei mir bist du ein Bär und ich bin Kiwi. Das Tier Kiwi oder die Pflanze Kiwi? Das Tier Kiwi, ein grüner Kiwi. Gut, bei und mir du bist ein brauner Bär. Bei mir bist du ein Roboter mit derselben Kleidung wie vorher. Ja, das bei mir auch. Ich bin in einem aus Metallketten bestehenden Wald. Bei dir fliegen da zwei komische Fliegen rum. Wissen, das ist das normale Wald, der einfach ein bisschen bunter aussieht und das sind kleine UFOs. Bei dir oder bei mir? Bei dir fliegen die UFOs. Achso, und das hier ist irgendeine Maschine. Mir ist das ein grinsender Kadaver. Was hast du genommen? Ich hab die Happy Welt. Ich hab die Happy Welt. Woo! Nein, woo! Hast du nicht. Woo! Was ist das da vor dir? Dosen. Bei mir sind das Metall, alte metallene Stümpfe aus von Bäumen oder so. Bei mir sind das Dosen. So, das hintere ist eine Batterie, das kleine, das große ist, das hier ist eine Dose, eine Cola-Dose. Du meinst eine No-Brand-Dose. Genau, genau. Hast das du ist da, ein Stift? Hast du. Bei mir ist das ein Kreuz. Bei mir ist das ein Stift. Ein abgebrochener Stift. Ein Kreuz. Oh. Ah. Tschüss. Schnell, auf! Oh, hier oben ist auch noch eins. Sag Bescheid, wenn du draufstehst. Bescheid. Schon wieder ein Kreuz. Ist das bei dir immer noch ein Stift? Das ist ein Dreieck. Das ist bei mir jetzt ein Geodreieck. Ja, gut, ich gehe vor. Geh vor, geh du in das gefährliche Gebiet. Mach mal zu. Gut. Das, was gab's denn bei dir für ein Geräusch? Das normale, bei mir gab's nur dieses. Bei mir klang es, als wäre mit Metall zerdrückt worden. Ah, cool. Tschüssi. Ich glaube, wir brauchen den Würfel. Hinter dir, du bist an einem Würfel vorbeigegangen. Oder an irgendeinem viereckigen Objekt bist du vorbeigegangen. Ah, da! Und das musst du, glaube ich, hier runterschieben. Ich weiß nicht, bei mir ist das ein Würfel, ein W6. Bei mir ist das eine aus Rohren bestehende Kiste. Okay. Nein, nein. Achso, ja, stimmt, die können wir auch hier drauf schieben. Stimmt, ich hätte dich da drunter geschoben. Du bist so Wissenheit! Bin ja auch der intelligentere von uns beiden. Deswegen bin ich in der roten Welt. Du bist ein Roboter, ich bin ein Tier. Aber ich bin doch eigentlich immer das Tier. Okay. Komm mal. Ah. Du musst da jetzt runter. Wiedersehen! Nein, geh mal wieder zurück. Warum? Weil ich hier nicht wegkomme. Aber du musst da oben drauf gehen. Warte, das passt schon. Warte, gib mir eine Sekunde, gib mir eine Sekunde. 21, 22, beep, beep, dann Würfel, Sekunde. Ein W6. Sekunde ist vorbei. Du musst trotzdem runter. Warum? Beweg deinen Arsch! Hey. Nein, du musst den Würfel dahin ja, draufschauen. Ja. So, rüber mit dir. Wie grinsen die ganze Zeit so süß bei mir? Bei mir ist alles ziemlich metallisch. Wir sind voll am Grinsen, wir sind voll happy, wir beide.
Hier ist wieder ein Kreuz. Oh mein Gott. Fang mich auf. Ich trau dir da ja nicht. Da ist bei mir ein Ventilator. Oh, wie süß. The fuck? Was? Du hast gerade nicht an dieser Maschine hältst du an diesem Roboter, da kommt eine Kette raus, an der hältst du dich das, fest. Das kam bei dir auch. Also da hängst du auch jetzt gerade dran. Okay. Cool. Rastpunkt. Erster, oben. Mir ist egal, was passiert. Was passiert hier? Nee, das ist der Ventilator. Oh Gott. Ich hab ein Problem. Ich brauchte das Trampolin von dir. Welches Trampolin von mir? Das, was du da, wo du dran stehst. Das kannst du schieben. Ah, ich dachte, das wäre eine Kiste. Hallo. Hallo. Warte, das ist auch eine Kiste. Ja, die müssen wir hier drauf schieben. Das ist so ein Multifunktionsteil. Yay. Und schon ist es so wieder süß. Weg. Oh Gott. Husterig. Ich komme hier nicht lang. Du schaffst das. Du schaffst das. Ich hätte gelacht, wenn sich dann der Ventilator umgedreht hätte. Die reingesaugt worden wäre. Ja. Das ist ein riesen Teddy. Das ist ein riesiger Teddy. Bist du tot? Ja. Du musst springen, glaube ich. Bei mir ist da, wie es aussieht, eine Schachtel mit Nägeln. Ja, mir ist ein riesiger Teddy. Oh, du musst hinterherkommen. Ich kann nicht hinterherkommen. Ach ja, du kannst hinterherkommen. Hey, da sollte dann das Ding stehen. Ich muss den Teddy bewegen. Oder die Schachtel mit Nägeln, je nachdem. Echt jetzt, Sherlock? Ich habe ich nicht gesehen. Ich dachte, dass du bist Wissenheit. Ich bin nur süß gucken. Ja, das, was du am besten kannst. Niedlich aussehen und winken. Ja, ich habe leider keine Klasse zum Winken. Das war übrigens eine Kiste mit voll mit Sprungfedern. Ah, keine Nägel. Okay. Du schwebst bei mir. Ja. Das kann ich. Okay, was gibt es hier? Hier habe ich den Knopf. Aha. Du musst, glaube ich, auch darüber. I see. Ich sehe, warte mal, wir müssen, da muss noch einer nochmal runter, geh mal drauf. Warum? Fuck. Ja, hey, du musst jetzt auf den Roboter? Kann ich nicht. Auch gar nicht. Siehst du, was das Problem ist? Die Kiste muss weiter. Oh. Blub, blub. Okay, das hätte aber funktioniert, wenn du gegengesteuert hättest. Hopp, du zuerst. Yeah. Alter, das Knistern von der Brücke. Aus was besteht hier das Ding zum Hochklettern bei dir? Ketten. Das sind einfach bei mir, sind das Ketten. Bei mir auch. Hui. Hui. Warte mal. Ja. Komm noch mal zurück. Bin ich? Ob man hier oben hochkommt, wenn man hier links die Wand hoch, wenn man auf diesem Roboter steht, dann ob man da hochkommt? Dann spring mal, dann versuch mal da drauf zu kommen. Hopp. Hopp.
Jetzt. Ah, das Pferd kann nicht weiter hören. Nee, okay, wird er nicht. Ich dachte vielleicht, weißt du, dass das ein Secret ist da oben. Aber nee, man kommt gar nicht hoch genug. Gut, gut. Pump.